und herzlich willkommen zu einem neuen Versuch der Klasse 10b der Evangelischen Schule Schönefeld. Auch nach einer schlimmen Nachricht, dass Stephen Hawking tot ist, wollen wir trotzdem weiter mit der Physik machen, und zwar mit einem Versuch zu den erzwungenen Schwingungen. Ja, sehr schön, Paul. Wie gesagt, er hat gesagt, wir sind die 10b an der Evangelischen Schule Schönefeld. Und Nico und Anna und die anderen Schüler werden uns Kommentare geben zu den Versuchen, die wir hier gleich durchführen werden. Wir beginnen mit dem Nico. Komm, Junge. Also wir haben hier erstmal eine Spannungsquelle, die wir an eine Spule angeschlossen haben mit etwa 400 Windungen. Diese Spule haben wir dann an einen Schalter angeknüpft und der Schalter ist wieder an der Spannungsquelle angeknüpft worden. So, hier haben wir eine Schraubenfeder mit etwa 50 Gramm Massestück und das ist am Ständer anplatziert. So, schalten wir uns mal ein. Ja, er versucht jetzt also, dass sich die Schwingung aufschaukelt. Die macht es eigentlich ganz gut. Ja, ihr seht. Führt fast zur Resonanz. Ich würde sagen, okay, Nico. Nehmen wir den zweiten Versuch. Jetzt haben wir hier etwa zwei Stimmgabeln mit zwei Resonanzboden mit 440 Hertz. Und eine wollen wir in Schwingung versetzen, das tun wir jetzt mal. Dann hört man halt eine Veränderung des Tons. Ja, sehr schön. Ruhig nochmal. Ich denke mir, damit können wir zufrieden sein, Felix. Ja. Gut. Und schließlich der dritte Versuch, und da kommt unsere Anna mit ins Bild. Bitte. Wir haben hier erstmal ein Becherglas mit Wasser drin und ein Zylinder. Und Nico steckt jetzt erstmal die Stimmgabel darüber an. Auch wieder sehr gut, würde ich sagen. Trotz allem noch einmal. Ah, das war nicht. Nochmal bitte. Ja, wir hoffen, dass die Kamera das auch mit aufgenommen hat. Gut, Anna und Nico, damit haben wir quasi drei Versuche gezeigt. Und wir wollen jetzt uns die theoretischen Kommentare dazu anhören. Dazu haben sich eine ganze Menge von Schülern bereit erklärt. Wir fangen mal an mit dem Max. Ein Federschwinger kann durch einen einmaligen Anstoß und Schwingung versetzt werden. Er hat eine bestimmte Frequenz, die Eigenfrequenz F0. Sie ist unabhängig von der Stärke des Anstoßes, aber abhängig von der Federbeschaffenheit und der Masse des schwingenden Körpers. Ja. Mit Hilfe eines Schalters kann die unter der Masse befindliche Spule periodisch ein- und ausgeschaltet werden. Die Masse wird dadurch periodisch angezogen. Sie führt erzwungene Schwingungen aus. Ja, sehr schön. Und Cedric? Wird beispielsweise der Schalter in einer Minute 30 Mal geschlossen und geöffnet, so beträgt die Schaltfrequenz F gleich N durch T gleich 0,5 Hertz. Man bezeichnet die Schaltfrequenz als Erregerfrequenz FE. Ja, wunderbar. Und die Diana? Erregt man den Federschwinger mit einer kleinen Erregerfrequenz FE, so ist die Amplitude der Schwingung sehr klein. Ja, und was haben wir dann noch? Der Ferdi, ne? Vergrößert man allmählich die Erregerfrequenz, so wird die Amplitude größer. Bei einer bestimmten Frequenz wird die Amplitude maximal. FE ungefähr F0. Ja, das war die Theorie zu dieser Problematik. Wie gesagt, wir beschäftigen uns mit Schwingungen, mit Resonanzen. Wir werden demnächst einen weiteren Versuch durchführen. Ihr habt gemerkt, irgendjemand hat hier im hinteren Raum ein Telefon klingeln lassen. Das ist natürlich allerhand, aber
C'est la vie, kann ich da nur sagen. Das war's für heute. Danke.